für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die deutsche Wirtschaft hat weltweit, will ich sagen, einen guten Ruf. Deutsche Unternehmen stehen für Qualität. Ja, sie sind beispielgebend für Zuverlässigkeit und für Leistungsfähigkeit. Und wenn sich deutsche Unternehmen weltweit an ihrer Leistungsfähigkeit messen lassen, dann ist es nur gut und richtig, dass sich deutsche Unternehmen auch daran messen lassen, wie sie denn mit nicht finanziellen Aspekten umgehen. Es ist berechtigt, an Unternehmen die Frage zu stellen, wie sie zum Beispiel Umweltbelange an internationalen Standards realisieren, unter welchen Bedingungen Arbeitnehmer an internationalen Standorten und in der Lieferkette produzieren und für das Unternehmen arbeiten. Es ist gut, dass dort die sozialen Bedingungen hinterfragt werden und eben die Fragen formuliert werden, ob denn die Geschlechtergerechtigkeit beachtet wird, Gesundheitsbelange, das Recht der Gewerkschaften oder zum Beispiel der Arbeitsschutz. Und diese Fragen, die sind umso wichtiger, als wir uns vergegenwärtigen müssen, dass wir in einer globalisierten Welt leben und letztendlich fast jedes große Unternehmen international produziert oder internationalen Handel betreibt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute in dieser ersten Lesung die Umsetzung der CSR-Richtlinie debattieren. Das Kernstück ist die Pflicht zur Aufnahme nicht finanzieller Aspekte in den Lagebericht. Es ist also fortan nicht mehr nur im Lagebericht über betriebswirtschaftliche, über finanzielle Aspekte zu berichten, sondern eben auch um die Aspekte, wie ich sie vorhin skizziert habe. Die Idee ist, dass wir damit das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Unternehmen, das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher und das Vertrauen der Investoren stärken. Und wenn dann entsprechende Transparenz hergestellt ist, dass dann Investoren und Verbraucherinnen und Verbraucher auch die Möglichkeit haben, Handlungsweisen zu hinterfragen und auf Unternehmen einzuwirken. Ich will aber an der Stelle auch deutlich machen, dass das nur ein Baustein sein kann. Weil wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass in Zukunft jeder Verbraucher in den Lagebericht guckt, sondern es bedarf weiterhin vieler anderer Bausteine, um auch die notwendige Sensibilität beim Verbraucher zu erzeugen. Ich will an der Stelle noch einen zweiten Aspekt ansprechen, weil er einfach gut passt und er ist mir sehr deutlich ins Auge gestochen bei der Lektüre des Antrags von Bündnis 90 Die Grünen. Weil ich finde, den Antrag an einer Stelle tatsächlich gelungen, weil sie an einer Stelle wirklich durchblicken lassen, dass sie durchaus verstanden haben, dass Unternehmen, wenn sie weltweit produzieren, wenn sie weltweit platziert sind, in der Lage sind, unsere Standards, unsere europäischen Standards, unsere deutschen Standards in die Welt hinauszutragen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und von den Linken, das ist aber die große Chance von Freihandel. Das ist auch die große Chance von TTIP und von CETA. Das lasse ich mir an dieser Stelle nicht nehmen. Und deswegen wäre mein Appell, an dieser Stelle, dass Sie dann bitte auch die Diskussion um TTIP und um CETA in Zukunft genau angereichert durch diese Erkenntnis führen. Herr Kollege Hoffmann, erlauben Sie eine Zwischenbemerkung oder Frage? Aber mit großem Vergnügen, Frau Präsidentin. Ja. Also, wenn die Argumente in sich nicht schlüssig sind, habe ich halt ein Problem. Sie sagen, wenn wir sozusagen den Handel und die Produktion in alle Welt hinaustragen, dann würden wir doch gerade die deutschen / europäischen Standards in die Welt bringen. Wie passt das eigentlich damit zusammen, dass die Unternehmen in Deutschland, insbesondere wenn sie beteiligt sind, jetzt an dieser irgendwie nicht zum Ergebnis kommenden Textilbündnisrunde des CSU-Ministers Müller, dass sie dann immer sagen, nee, wir können aber gar keinen eigenen Einfluss nehmen auf die Frage, ob in Bangladesch die ILO-Arbeitsnormen eingehalten werden oder das Wasser so gereinigt wird nach dem Färbeprozess, sodass keine gesundheitlichen Schäden entstehen. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Auf der einen Seite sagen sie, sagen die Unternehmen, es darf keine Regeln geben, Bindung, weil sie das gar nicht selber bestimmen können. Und sie behaupten jetzt, mit Freihandel würde sich das automatisch ergeben. Wer hat denn nun recht? Sie oder Ihr Minister, der sich darauf einlässt, dass es nicht geht? Frau Herr Hoffmann. Kollegin, ich muss eins richtigstellen. Offensichtlich haben Sie mir nicht richtig
zugehört. Ich habe lediglich davon gesprochen, dass bezüglich dieser Themenstellung Freihandel immer eine Chance ist. Weil wenn deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen international platziert sind, international in Handelsbeziehungen sind, dann haben wir die Möglichkeit, Standards im Arbeitsschutz auch zu transportieren. Dann haben wir die Möglichkeit, Standards in Umweltbelangen auch zu platzieren. Und Sie unterstellen mir gerade wieder, ich hätte irgendetwas behauptet. Wenn Sie zugehört hätten, wäre die Formulierung eine andere gewesen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Aber liebe Frau Kollegin Künast, ich komme auch jetzt an der Stelle zu Ihnen, weil das soll das letzte Drittel meiner Rede sein, dass ich mich mit Ihren Argumenten auseinandersetze. Sie haben nämlich, wenn Sie mir zuhören würden, dann hätten wir vielleicht die Möglichkeit, noch mal einen kleinen Dialog zu führen. Sie haben nämlich wieder behauptet, dass der vorliegende Gesetzentwurf hinter der Richtlinie zurückbleiben würde, weil Sie eben sagen, dass der vorliegende Gesetzentwurf nur die Beschreibung der nicht finanziellen Aspekte erfordert, die zugleich auch Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und die Lage des Unternehmens haben und damit doch letztendlich wieder nur finanzielle Rahmenbedingungen. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, die Formulierungen abzugleichen, und ich will sie ganz kurz vortragen. Es steht nämlich im Gesetzentwurf, dass diejenigen nicht finanziellen Aspekte zu schildern sind, die, und jetzt kommt Zitat, für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage der Kapitalgesellschaft sowie der Auswirkung ihrer Tätigkeit auf die in Absatz 2 genannten Aspekte erforderlich sind. Und in der Richtlinie steht, nicht finanzielle Erklärungen müssen diejenigen Angaben enthalten, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses, der Lage des Unternehmens sowie der Auswirkung seiner Tätigkeit erforderlich sind und sich mindestens beziehen. Das ist fast wortwörtlich dieselbe Formulierung, und trotzdem behaupten Sie an dieser Stelle etwas anderes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, wir werden noch viel Diskussionsbedarf haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses spannende Thema in den weiteren Beratungen deutlich voranbringen werden, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Alexander Hoffmann. Und damit schließe ich die